So, willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Ja, Folge 90 mittlerweile. Und ich habe diesen Gang gefunden. Er war in diesem Schacht hier hinten. Und ich war auch ziemlich sicher, dass ich den hatte. Deswegen werden wir den jetzt auch ganz schnell bestreiten. Monster sind weiterhin an. Aber wir werden jetzt erstmal noch ein bisschen hier reinknüppeln. Weil hier hatte ich mich ja ganz frucks einfach hier durchgebuddelt, damals mit einer Spitzhacke, damit ich ein bisschen Stein bekomme. Erde und so etc. So ein Müll. Und das habe ich gebraucht. Ich höre mal gerade nach draußen. Bei uns regnet schon wieder. Und wir haben gerade 3 Uhr. Kurz vor 3 Uhr. Also ich nehme gerade mittlerweile schon eine Stunde wieder auf. Dann müsste auch gleich bald unser Sample Table da oben fertig sein. Da werden wir aber auch später nachschauen, wenn wir hier fertig sind. So. Genau, ich hatte das auf. Weil ich hier gesucht habe wie ein Irrer. Und da vorne sehe ich auch schon den Minenschacht. Yep. Da ist er. So, guten Tag, die Herren. So, ein bisschen muss ich ausleuchten hier. Und warum bin ich eigentlich hingekommen? Genau, wegen diesen Schienen hier. Und ein bisschen Unrat zu finden. So, Kohle. Erstmal ein bisschen ausleuchten, damit wir wieder was hier uns holen können. So, da kommt ein Zombie her. Hast du den Eisenschaufel? Gibt's hier uns aber bestimmt nicht, ne? Die sterben. Ich habe auf Schwierigkeit einfach gestellt, weil ich wollte eigentlich nicht krepieren. Da bin ich ja vorher schon öfters und hier bei so einem Minenschacht. Oh, krepiere ich eigentlich ganz wenig. So, hier müsste ich vielleicht noch stärker draufsetzen, sprich später. Erstmal ein paar Fackeln austeilen. Na, kommst du hier runter? Du blöde, dreckige Sau, du. Noch jemand? Nein. Goodie. So, holen wir das Holz hier weg, das weiß ich jetzt nicht. Aber vielleicht hier so ein paar Erze. Können wir wegkloppen. Das nehmen wir jetzt auch mal mit. So, vielleicht die Nebenschächte hier vielleicht noch erkunden hier. Vielleicht gibt es ja was Besonderes. Aber meist eher weniger, meist sind hier noch tausende Höhlen angekettet. Hier ist nichts mehr super. So, und hier alles mitnehmen, was wir bekommen können noch. Das Zeug braucht man, da kann ich noch in die Juju-Meta-Fabrik reinschmeißen. Da könnte ich auch Skirt machen, aber nö, dann nehmen wir das hier. Warte mal, ist das Diamant oder ist das? Ah, das ist Quarzzeug. Da wäre auf jeden Fall, wie gesagt, ein Glücksding wäre auf jeden Fall jetzt geil. Aber man kann nicht alles haben. Zur Not muss ich dann einen Kompromiss nehmen und ich nehme dann die das Glück 1. Was vielleicht lohnenswert wäre. Aber erstmal noch ein paar Dinger wegkloppen. Oh, Inventar voll. Dann mal eben schnell so. Da 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 dann. Lavazellen können wir oben rein. Achso, ich habe die Schienen hier. Ich wollte doch gar nicht bei mir haben. Ich wollte zumindest Cobblestone oder sowas in der Nähe haben. Habe ich denn da Cobblestone? Dann können die Schienen eigentlich hier unten bleiben. Und Kohle werden wir definitiv mitnehmen. Die brauche ich auf jeden Fall. Also mit Kohle kann man noch so viel mitmachen. Und die brauche ich auch für Energie, die ich dann noch verbreiten werde damit. Und ich glaube, Kohle brauche ich auch für Kohlefaserzeug. Was sind so viele Zombies da hinten? Entweder ist da ein Spawner. Oder einfach da spawnen einfach nur zu viele. Oder da sind auch noch Creeper zwischen. Ein, zwei Creeper sehe ich da gerade. So, das muss alles hier mit. Das brauchen wir alles. Das nehmen wir auch natürlich mit. Jetzt tue ich mal gerade die Karte ranzoomen. Ne, da reicht mir das eigentlich. Da kommt mir doch irgendwo einer gleich entgegen. Machen wir mal so, der ist jetzt irgendwo vor uns. Genau sehe ich es nicht. Und lustig wäre auch, wenn wir mal ein Bedpack hätten, aber da brauche ich eine größere Speichereinheit, wo ich Energie drin speichern kann. Das habe ich leider noch nicht.
die Möglichkeit dafür, damit ich genug Energie habe. Das könnte man auch so machen, dass man erst die eine Ding mal auffüllt und dann für einen Moment das Geometer damit aufpumpen sozusagen. Da muss ich mal schauen. Jawohl, Quarz. Kohle. Irgendwo jault hier ein Zombie rum. Ich glaube unter uns. Aber die Kohle muss mitgenommen werden hier. Dankeschön. Was haben wir denn ganz unten? Ganz unten ist auch nichts Interessantes zu finden. Da hinten ist noch ein Minenschacht. Ach, hier sind noch mehr Minenschächte, okay. Guck, guck. Oh geil, hier ist keiner. Dann kann ich mal eben hier so freudig ein paar Schienen wegklopfen. Hallo Fledermäuse. Ich möchte auch euch herzlich willkommen heißen. So, das gerade da vorne. Zombies. Yep. Da schleichen ein paar Zombies rum. Komm her. Zombie-Klatsch-Action. So, ist der andere jetzt hingegeiert? Da, Mecke. Komm her, du Sau. Geh drauf. Oh, mein Gott. Was haben wir drin? Eisen. Oh, geil. Nun, es wird unten Minecart. Und Schienen. Und Uran. Ist alles gebrauchen kann. Natürlich Kohle auch. Dann müssen wir unser Jetpack mit Bedpack austauschen. Und dann sollten wir mal hier wieder auffüllen. Dun 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 dun. Ja, die Schienen lassen wir noch. Ein Stack könnte ich vielleicht noch mitnehmen. Ein Stack, vielleicht zwei Stacks, was ich noch so finde. Weil die brauche ich dann nicht selber erstellen. Dankeschön. Boah, siehst du scheiße aus. Das sind diese Angry Zombies. So, Kohle. Da war, glaube ich, nur eine Fledermaus. Aber hier fehlt auch noch Effektivität, dass es ein bisschen schneller geht. 4 oder 5 wäre auf jeden Fall geil. Aber da werde ich mich, glaube ich, noch zu Tode suchen damit. Bis ich das habe, weil ich habe kein Enchantment Plus drauf, sondern einfach nur das normales Enchantment, dass ich jetzt nicht halt sofort gecheatet sozusagen meine ganzen Zaubereien drauf bekomme, sondern nur halt per Zufall und per Glück. Level 16. Ja, ein paar Dinger müssen wir noch machen hier. Da kommen wir nicht drum weg. So, vielleicht hier mal gucken. Heißer Gold. Nice. Na, Skelett. Das ist nicht. Oh nein, das war jetzt falsch. So. Gold, 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 Gold. Ich bin goldgierig. Nein, die ganzen Erze gehen natürlich auch wieder in die Fabrik rein. Wasser durchzogen ist. Ja, das können wir eigentlich mitnehmen kommen. Können wir später für Magie benutzen. Was aber leider hier nicht stattfinden wird, sondern komplett woanders. Entweder in der Hölle oder ja, wo kann man das denn noch stattfinden lassen? In der Hölle? Weiß ich gar nicht, ob das geht. Aber es würde dann irgendwo außerhalb von meiner Base finden, weil wenn ich zaubere, kommt diese Fluxmagie und die verursacht diese komischen, bösen Wisp. Und die will ich eigentlich vermeiden, dass sie bei mir jetzt so sind. Hallo Zombie. Dankeschön. Zack. Zack. So. Soll ich mal einen Stack haben, ne? Ja, haben wir sogar schon. Nice. Guck, guck. Da ist ein Goldbusch, den nehmen wir gleich mit. Ist auch kein Erz mehr drin. Nice. So. Oh, nee. Da muss irgendwo ein Zombie sein. Na, welchen Busch hast du jetzt geknutscht?
So, ich muss sogar mein Pack tauschen. Ja, machen wir so. Futtern bei Muttern. Dann kann das eigentlich alles weg hier. Ne, die tauschen wir mal damit. Usa. Irgendwo unter uns, okay. Und ich brauche noch wieder ein paar Fackeln. Dankeschön. Du kannst wieder weg. Du kannst wieder dahin. Alles okay. Guten Tag. Pilze. Und Slime. Oh, was habe ich denn hier gefunden für ein Komplex wieder? Da unten sind Fackeln, da heißt, ich war da schon mal. So, was haben wir denn hier noch zu finden? Ein Goldbusch, ein bisschen Gold da drüben. Alles uninteressant gerade. Ich nehme Kohle mit. Kohle kann jeder Mensch gebrauchen. Oh. Ah, guck mal. Die beiden Gebrüder Zombies. So, das war wohl mit euch nix. Goldbusch. Redstone. Na komm. Wie viel Energie haben wir denn noch? Ist auch gleich zu Ende. Weil ich kann jetzt gerade nichts anderes machen. Also ich brauche ein bisschen Kohle, ich brauche ein bisschen davon, ich brauche ein bisschen hiervon, ich brauche neues Material. Denn ich muss ja, wie gesagt, auf Energie kommen. Deswegen jetzt erstmal ein bisschen Kohle kloppen. Euch. Dankeschön. So. Kloppen wir jetzt noch ein bisschen weiter hier, bis wir fast fertig sind. Ja, bis dann eigentlich, bis das ganze Bedpack leer ist, weil ich, wie gesagt, ich brauche ein bisschen Energie dadurch wieder. Aber es läuft ja fast nur auf Lava. So. Eisen. Da kommt Gravel runter. Geht da nicht mehr. Uninteressant. Ja komm, ich nehme mir die Lavaquelle weg, oder? Ist ja eigentlich nicht schlimm. Kann man ja eigentlich wegnehmen hier. Klopf, klopf, klopf. Wie viel, na komm, wie viel wir noch dran kommen. Ich kann eigentlich mal dadurch in die Hölle gehen und ein paar Zellen eigentlich auffüllen. Na komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich will noch was erreichen hier. Komm schon. So, und mehr komme ich nicht. Hast du denn auf dem Kopf ein Schwein oder was? Aua. Jo, Flying Pig. Flying Pighead. Geil. Gut. Ich muss aber jetzt erstmal wieder einen Cut machen, denn die Folge ist wieder zu Ende. Das heißt, wir sehen uns gleich wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, euer Flash oder P und tschüssen.